Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man sein Wohnzimmer gestalten kann. Das Wohnzimmer ist ein Raum, in dem Sie viel Zeit innerhalb Ihrer Wohnung verbringen. Umso wichtiger ist es, dass es gemütlich ist. Zunächst sollten Sie auf die Größe des Wohnzimmers achten. Sowohl zu große als auch zu kleine Wohnzimmer wirken schnell ungemütlich. Wenn Sie ein kleines Wohnzimmer haben, sollten Sie dieses eher weiß oder in einem hellen Ton streichen. Hier sehen Sie ein Wohnzimmer, wobei lila und hell bis dunkelviolett als Dekofarben und Dekorationen auftreten. Platzieren Sie lieber einzelne Möbelstücke statt riesengroßer Schrankwände. So können Sie immer wieder die Möbel umstellen und so ein neues Wohnflair erzeugen. Wenn Sie Parkett- oder Laminatboden haben, legen Sie sich einen kleinen Teppich unter Ihrem Couchtisch. Das schafft schnell Gemütlichkeit. Besonders gemütlich sind hochflorige Teppiche. Hängen Sie Gardinen auf. Ein mit Gardinen umrahmtes Fenster wirkt wesentlich gemütlicher als eines ohne Gardinen. Dekorieren Sie Ihr Wohnzimmer mit Grünpflanzen. Einige Pflanzen können Sie auf die Fensterbank stellen. Ebenso wichtig ist die Beleuchtung. Die soll ausreichend und passend für das Wohnzimmer sein. Auch Kerzen und Kerzenständer können zum Beispiel auf einem Regal gemütlich wirken. Ebenso sorgen die Bücherregale mit Büchern im Wohnzimmer für eine wohnliche Atmosphäre. Die freie Wände können Sie unterschiedlich bemalen. Dazu gibt es viele Vorlagen im Internet und Sie brauchen kein professioneller Künstler dazu zu sein. Auch den kleinen Sofa um die Ecke können Sie mit passenden Stoffkissen dekorieren. Viel Spaß damit!